Jahresrückblicke sind meistens ziemlich langweilig. Also für die, die sie machen, weil sie müssen dann reden über das, was sie eh schon gemacht haben, das ganze Jahr. Deswegen haben wir uns überlegt. Wir gehen in das Restaurant, in dem wir am meisten in diesem Jahr waren, hauen uns dabei den Magen ordentlich voll und quatschen mit euch ein bisschen darüber, was in diesem Jahr so passiert ist. Falls ihr euch wundert, was für ein Laden das hier ist, dieser Laden heißt Lilly Burger und er ist sehr gut. An dieser Stelle eine herzliche Empfehlung und da kommen auch schon die Karten. Besten Dank. Danke dir, man. Ja, die lieben Boys haben uns erlaubt, dass wir heute einfach hier reden können, was auf jeden Fall ultra nett ist. Ja, einmal alles war, so wie immer. Ja. Ja. Aber bei den Fingerfood schon war alles, oder? Ist das dein Ernst? Hä? Boah. 2016 war auf jeden Fall richtig weird. Es war so ein Janusjahr irgendwie so. Den ersten Teil fand ich irgendwie so, ne? Und dann so ab der zweiten Hälfte wurde so, yay. Obwohl, es hat ja eigentlich geil angefangen. So, weil wir so voll ins neue Jahr reingestartet sind, um so, ja, yeah, wir haben jetzt voll die neue Energie und können jetzt das Album endlich finishen. So, und dann waren wir ja noch Streicher aufnehmen mit dem lieben Bassel in Hamburg. So, das war halt mega nice. Das war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten Finishing, Finishing, Finishing. Ja, und das fand ich eher so ein bisschen ätzend, so wenn du schon alles schon so vor dir hast und weißt so, wo du hin willst und dann suchst du nur nach den kleinen Fehlern, die dir gerade nicht gefallen oder nach dem Baustein, der noch nicht in Ordnung ist. Und dann gehst du jeden Song entlang, dann stellst du fest, okay, hier brauchst du noch einen Song, also wieder rein. Also so ein paar Momente waren auf jeden Fall cool, wir haben ja noch ein paar Songs irgendwie geschrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind ja noch einige kleine Perlen entstanden, wie zum Beispiel In Between Parables. Ja. Den wir da innerhalb von einem Tag irgendwie von vorne bis hinten geschrieben haben. Und die liebe Camilla auch nur spontan quasi da war und wir gesagt haben, sing jetzt mal die Strophe, obwohl wir noch gar nicht sicher waren, wie es überhaupt verlaufen soll. Ja. Aber wir haben es einfach erstmal mitgenommen. Es hat sich auf jeden Fall immer alles so sau nach hinten verzögert, so wie es bei uns ja auch normal ist. Aber eigentlich war das auch klar, so, weil wir haben halt alles getan, was wir konnten, aber wir waren halt noch nicht da, wo wir hin wollten irgendwie mit dem Album. Also haben wir uns da noch, ich weiß nicht, ich glaube ein oder zwei Wochen länger haben wir noch. Ja, du bist dann in Urlaub gefahren im Februar, den hattest du schon gebucht und das war dann unsere finale Deadline. Ach genau, ja stimmt. Da haben wir nämlich noch so zwei Tage vorher irgendwie Pseudo fertig gemacht. So, und dann warst du, okay, jetzt ist fertig. Pseudo ist irgendwie das Absolution von Until, finde ich. Ja, ein bisschen. Irgendwie. Auch weil es so der letzte Track war, den wir gemacht haben und weil es auch einer von den so geistesabwesenden Tracks war. So, ja, wo wir einfach nur noch so, alles kurz noch hier, was ist der? So einen abschließenden Track. Ich glaube, das wird es immer geben auf unseren Alben. Wahrscheinlich. Irgendwie. Oh, there he comes. Yo, ich nehme. Fuck, Alter. Ja, danke. Was ist das für eine Bestellung? Eine gute, Mann. Wir übertreiben immer, Felix. Nee. Doch, jedes Mal, wenn wir hier sind. Nein, im Allgemeinen dann, wenn schon. Ja, das stimmt. Wir sind einfach kleine Übertreiber. Apropos übertreiben, wie ging's denn im März weiter? Wir waren im Februar noch bei den Dead Adam Boys. Das war ganz geil eigentlich, weil die Boys waren eine der ersten, die unser Album in Gänze sozusagen gehört haben. Und wir waren eine der ersten, die ihre Skizzen gehört haben, die so bis dato veröffentlicht waren. Das war echt cool. So, wir haben da irgendwie uns echt geil ausgetauscht und passt einfach mit den Boys auf jeden Fall. Aber eigentlich war übertreiben voll das gute Stichwort, weil ich mich erinnern kann, dass wir auf jeden Fall im März oder so Anfang des Jahres wieder ganz schön am Arsch waren irgendwie. Ja, das war, wir haben die Release, also wir haben das Album fertig gemacht, das war schon mega anstrengend und sowas zu nach Köln fahren zu den Boys oder irgendwie noch so nebenbei noch Mucke machen, das war ja alles Erholung, weil dann haben wir schon wieder angefangen langsam zu proben. Oh. Weil wir hatten Ach fuck.
Weil wir Fuck, ja, genau. Das ist ja auch alles noch passiert. Ja, genau. Schön. Mann, du bist ja richtig nett vor der Kamera. Dann kennen wir dich ja gar nicht. Also wir haben ja im Januar dann einfach durchgesprochen, was wollen wir in einem Jahr machen. Und ganz oben auf der Agenda stand auf jeden Fall, wir wollen auf die Bühne. Und dann war der Plan, okay, wir machen ein Debütkonzert, Future das erste Mal auf der Bühne. Und das kam jetzt irgendwie immer näher mit größeren Schritten. Schon im März waren es dann nur noch 2 Monate und wir hatten vor so 2015 so 3-4 Mal oder so geprobt mit Davis zusammen. Und ansonsten war noch alles echt so auf Null. Und dann hieß es, okay, jetzt müssen wir im März ranklotzen. Ihr müsst euch halt auch an der Stelle wirklich mal vorstellen, wie das halt irgendwie ist, wenn du so eine Internetpräsenz hast und dich auf der Bühne aber nicht ausprobieren kannst vorher. Und wir zwar schon wussten, dass wir da Bock drauf haben und dass es bestimmt cool wird, aber natürlich so voll auch Angst hatten, so, weil wir gar nicht wussten, was da vielleicht schief geht oder so. Und deswegen haben wir da einige Probewochen irgendwie gemacht, wo wir wirklich den Kram intensiv irgendwie durchgeprobt haben. Und das war irgendwie voll krass, die Zeit. Irgendwie. Ja. Dann sind wir ja zwischendrin nochmal umgezogen in einen anderen Proberaum und haben so mit der Zeit immer gemerkt, oh, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, wir brauchen dieses Mischpult für dieses Setup und so weiter und so fort. Und es wurde immer mehr und mehr und irgendwann war der eine Proberaum zu klein. So, dann kam ja noch Steve dazu irgendwie. Wir wollten am Anfang das nur zu viert machen und haben halt irgendwie gesagt, ah, wir schaffen das schon, aber dann in der Musik waren dann einfach so, fehlten dann einfach so ein paar Stimmen, die so voll wichtig waren. Dann haben wir noch Steve dazu geholt und dann war halt klar, okay, der Proberaum ist halt viel zu klein. Ja, wir hatten ja so 2-3 Proben mit Steve im alten Proberaum noch und da seid ihr zum Beispiel immer die ganze Zeit aneinander geditscht und sowas. Ich stand da so hinten neben dem Tisch, André auch so hinter diesem Tresor, also es war echt so rein und dann so an seiner Stelle stehen und nicht bewegen. Du konntest da halt auch nicht Performance oder sowas üben, das muss man ja auch üben, wie ist deine Bühnenpräsenz so. Aber wenn das Boot kam in der Schleuse. Das war super. Dann waren immer alle glücklich. Da ist ein Schiff, Leute! Da ist ein Schiff, Leute! Was? Da ist ein Schiff jetzt! Ja und? Da ist gerade ein Schiff, Leute! Ja, was? So, oh, geil! Vegane Tartar. Geil! Krank, Alter! Geil! Oh, das ist ja richtig Dinner for Two. Mann. Ja, Mann! Das war im April? Im April war, glaube ich, nur Proben. Nonstop Proben, Masterings anhören, haben jeden Tag irgendwie das Zeug gespielt und dann ging's los. Dann war endlich der Tag gekommen und ja, wie wir schon oft dieses Jahr auch gesagt und erwähnt und uns darüber gefreut haben, es war sehr nice. Und dann zu wissen, alles klar, jetzt ist das geritzt so, jetzt können wir auch mit gutem Gewissen sagen, wir gehen auf Tour. So auch nach dem Feedback, das wir einfach bekommen haben. Das war nice. Wie dieses Tatar. Oha. Bitteschön. Nice. Nice. Danke. Alter, ne? Geil. Es ist sehr nice. Sehr lecker. Im Juni drehten wir ein Musikvideo. Es war low. Genau. Und da ich früher ganz oft als Kind an der Ostsee war und schon immer mal an der Ostsee drehen wollte und das auch schon 2014 getan hatte mit Tommy, haben wir uns überlegt, wir drehen genau am selben Ort noch ein Video. Weil es ist doch eine schöne Gegend. Wir haben es dann noch im Mai haben wir es noch gescoutet. Sind wir schön einen Tag hin und sind so ein bisschen Strand entlang gelaufen. Dann Spam-Location. Und die haben wir nur gewählt, weil es da einen großen Sandhaufen gab, den wir brauchten. Könnt ihr ja alles sehen in den nice Making-ofs. Oha. Ja, komm, Rocco, sei nicht so schüchtern. Gönn es uns, Mann. Das ist alles gut, Mann. Okay. Kannst du mit den Baconrüsten? Beide. Beide. Danke, Mann. Da geht's ja direkt weiter. Geil. Geil. Alter. Gönnung, Alter. Geil. Und nach dem ersten Drehtag von Lo kam dann ja auch schon der Webvideopreis. Da waren nämlich 2 wundervolle Menschen nominiert und haben abgeräumt. Einmal dieser Herr hier und er. Ich musste nicht durch die Kabel schlängeln, tut mir leid. Willst du kurz hier einfach. Ganz kurz hier. Du kannst einfach hier rüber, wenn du willst. Okay. Ich mach dir Platz, okay? Mhm. Warte. Komm mal. Ja, warte, ich drück mal noch vorbei.
Das wird schon gehen. Gut. Ja, ja, okay. Warte, ich muss nur. Ja. Warte, ich muss nur. Ja. Okay. Boah, ganz schön easy. Erzähl mal vom Webvideopreis, Mann. Ja, ich erinnere mich, dass wir ziemlich müde waren. Warum? Wegen dem Dreh. Ah. Der direkt vorher war. Wir haben uns gedacht, wir dressen uns ein bisschen ab. Auf jeden Fall. Für den Anlass. Ja, Mann. Auf jeden Fall die besten Outfits des Jahres. Ja, wir wollten einfach ein bisschen auffallen. Weißt du, Leute? Man muss einfach. Vorankommen. Und, was ich noch weiß, die Aftershow-Party. War sehr lustig. Oh ja, aber die war so lustig, dass sie einfach nur eine Stunde lang waren für uns und wir dann nach Hause das war traurig. Weil wir mussten am nächsten Tag dann schon wieder loslegen mit dem Musikvideo. Mit dem zweiten Drehtag. Ich habe gehört, das war ziemlich geil. Hast du das gehört? Auslaugend, ja, habe ich gehört von Erzählungen von Leuten, die dabei waren, zum Beispiel Mori. Ich denke gerade so drüber nach, ich glaube, wir hatten dieses Jahr gar keine so richtig langfristigen Projekte. Nee. So, sondern wir hatten kein Video, was ein halbes Jahr dauert, um es herzustellen. War alles so bespickt von kleinen, geilen Projekten. Kleine Projekte, Leute. Nehmt euch immer kleine Projekte vor. Immer tief stapeln. Ja, also es war das erste Jahr, wo mal im Vornherein irgendwie, ach du Schande, irgendwie Sachen geplant waren, wo man irgendwie wusste, okay, das wird passieren. Ja, und auch wieder nicht, Stichwort Mokomo. Während ich noch dabei war, das Future Artbook mit Sven fertig zu machen, haben wir parallel auch schon angefangen wieder für Mokomo zu produzieren, haben dieses nice Snippet, was ungefähr der entspannteste Dreh ever war. So einfach drei Jungs, die ein bisschen draußen rumlaufen mit einem Makroobjektiv. Nach dem einen Shot haben wir sogar noch gegrillt, weil der Grill an war. Boah, ja, genau, wegen dem einen Shot mit David im Rauch haben wir den Grill extra angemacht und das nichts eignet sich natürlich besser als ein angeschmissener Grill, als dafür ihn dann auch zu benutzen. Und dann kam auch schon das Mokomo-Album. Da kam noch I Was Here raus sogar. Ne? Mhm. Das war auch lustig, weil den haben wir ja quasi ein Jahr vorher schon gedreht. Aber wirklich, wirklich über ein Jahr vorher schon. Ne? Auf jeden Fall war das ein schönes Release. Es hört sich so an, als hätten wir so viel Stress. Also im Prinzip sind wir auch echt oft echt gelassen, einfach nice am Essen. Ja. Zum Beispiel. Nochmal kurz abbilden. Mokomo Release. Wer sich die Scheibe noch nicht reingezogen hat, bitte jetzt. Danke. August. Geheime sommerliche Projekte. Haben wir nicht mit. Das mit. Ja. Da haben wir das mit Hans. Und mit dem Neomon. Da haben wir das mit der. Also der August bleibt ein Monat, der. Verschwiegenheit. Der Verschwiegenheit. Im September haben wir, glaube ich, die Tour angekündigt auch. Ja, genau. Und dann ging es ab in den Proberaum wieder. Ich kann mich noch erinnern, wie ich richtig, einfach richtig happy war, wieder in diesem Proberaum zu sein. Ja, voll. Da hat mein Herz echt getanzt. Ja. Und jedes Molekül hat. Naja. Nee, es war auf jeden Fall dann einfach oben und austesten, dann. Kam auch raus, dass Steven leider nicht mit kann auf die Tour. Dann haben wir den Michael gefragt, ob er mitmachen will. Der war dann am Start. Da mussten wir aber auch wieder umdisponieren, die Songs so ein bisschen umschreiben. Dann komplett im Oktober haben wir durchgeprobt. Also Oktober hat und noch ein paar andere Sachen gemacht. Oktober, Leute, war insofern heftig, weil nach drei Jahren mal wieder eine LP von uns kam. Und es war halt nicht nur für euch krass, das könnt ihr uns glauben. Weil natürlich auch wir gemerkt haben, so, dass die Musik nochmal ganz anders geworden ist. Und wir waren natürlich so ein bisschen so, ja, feiern die Leute das, wenn es dann doch nicht so elektronisch wird, wie sie denken. Und relativ schnell haben wir auch festgestellt, dass uns das ziemlich egal sein muss sogar. Weil wir müssten ja machen, was aus uns irgendwie rausfließt. Ich fand auch interessant dadurch, dass das Album halt seit Februar quasi dann fertig war. Das war echt ein langer. Normalerweise hatten wir es ja immer, es war immer so, wir haben es fertig gemacht und dann kam es ziemlich direkt auch raus. Also es war keine große Zeitspanne dazwischen. Und jetzt hast du ewig dieses Album bei dir auf der Festplatte liegen und du kannst es niemandem zeigen. Du hast keine Resonanz.
Und dann wirst du irgendwann so ein bisschen kirre. Ist es gut, was du gemacht hast? Willst du nicht daran noch mal ein bisschen schrauben, so diese Ruhe zu bewahren, zu sagen, nee, ist fertig, lass das jetzt in Ruhe. Du machst dir 10 Milliarden Gedanken die ganze Zeit, weil du kein direktes Feedback hast. Das schwang sogar teilweise in so ein negatives Gefühl um. Dass wir so das Gefühl hatten, wir würden mittlerweile schon wieder was ganz anderes machen irgendwie. Das war irgendwie so voll kacke, so, weil du halt denkst, so fuck, jetzt haben wir irgendwie saulange so ein Album gemacht und jetzt fühle ich es gar nicht mehr. Und es kam erst durch die Tour halt wieder. Aber die Resonanzen kamen ja relativ schnell von euch und waren ja auch überwiegend positiv. Und deswegen freuen wir uns natürlich nach wie vor. Zur Tour. Bester Part auf jeden Fall. Ja, Highlight des Jahres. Also wirklich krass. Ich will da eigentlich gar nicht so viel drum quatschen. Nee, es kommen ja noch genau. Das ein oder andere Video. Diejenigen, die das interessiert, die gucken sich das an. Die anderen denken sich einfach ihren Teil und gucken sich das halt nicht an. Was war denn jetzt noch im Dezember? Da haben wir doch diese... Nee, alles leer. Ja. Im Dezember haben wir gechillt. Ich habe die ganze Zeit Geschenke verpackt. Wir haben noch ein bisschen Musik gemacht, Mann. Die Room-Session. Room-Session haben wir aufgenommen. Ja, das Kongo Boulevard waren wir. Genau. Also, wir packen euch alles hier so ins i. Wir waren auf jeden Fall fleißig so. Wir waren auf jeden Fall wieder mal sehr videostark auch dieses Jahr. Das hat mich im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall voll gefreut, dass wir so diese Phasen hatten, wo wir ganz ungezwungen irgendwie, wenn wir halt Content hatten, den wir euch mit euch teilen wollten, so, dann kam das ja auch richtig häufig, wie jetzt auch im Dezember so. Wir haben ja diese ganzen, das ganze Material von der Tour und die Room Sessions und so weiter. Und das hat sich voll gut angefühlt. So geht's weiter, wenn es genehm ist, Leute. Ja. Die andere Kamera ist ausgegangen. Aber gut, aber solange ja, der Ton... Speicherkarte voll, Bräuche voll, ist ja auch, wir kommen ja auch zum Ende gerade. Ey, es war nice, ehrlich gesagt, einfach mal hier zu sitzen, einfach mal so alles irgendwie durchzugehen. Alles zu essen, ja. So, ich glaub, ach so, das... Okay. Wir haben zuletzt uns vor ein paar Tagen darüber unterhalten und 2017 wird, glaube ich, ein verdammt cooles Jahr werden. So, jetzt sind alle... Steine irgendwie mal gelegt. Alle Steine sind gelegt? Ja, alle Steine für den Boden gelegt. Alle Grundsteine. Achso, in den Weg, dachte ich. Ja, 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 genau. Der Weg ist steinig und schwer. Wir haben uns dieses Jahr schön alles verbaut, Leute. Nee. Also 2017 wird dieser Weg kein leichter sein. Nein, mehr so wie die Römer, die dann halt Steine in den Boden gerammt haben, damit man besser vorankommt. Ach, du meinst Straßen. Wohin fahren wir auf diesen Straßen? Keiner weiß es, Leute. Wie immer, oder? Ja. Also ich meine... Habt noch ein schönes Restjahr. Guten Rutsch. Das nächste Future-Album wird ein neues Album, übrigens. 70 Minuten, neues. Wird ein nices Album. Schön, dass ihr dabei wart. An alle, die dabei waren dieses Jahr und auch die letzten Jahre. So, wir feiern's, dass ihr dabei seid und freuen uns auf ein neues Jahr. Und da wird viele, da werden... Da wird super. Ja. Genau. Tschüssi. Tschüss. Sag mal, Felix. Was ist eigentlich mit deinen Haaren?